Hallo meine Lieben, heute gibt es ganz, ganz leckere Blätterteig. Ihr könnt bei uns, es geht richtig, richtig schnell und es schmeckt so lecker. Blätterteig, Milchmädchen und Butter ist da drin. Ich beiß mal jetzt in eins rein. Hammer, richtig schön knusprig. So sieht's aus. Viel Spaß beim Schauen und bitte vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Wir brauchen eine Packung Blätterteig. Und zwar gibt es Blätterteige, die sind etwas dünner. Das ist jetzt hier das dickere. Schaut mal. So eins brauchen wir. Dann brauchen wir einen halben Becher Milchmädchen. Das ist jetzt 400 Gramm. Das heißt, 200 Gramm brauchen wir. Und wir brauchen 125 Gramm zimmerwarmer Butter. Den Blätterteig schneide ich so einmal erstmal in der Mitte durch und dann nochmal quer jedes Rechteck und das kommt dann hier aufs Blech. Der Backofen heizt vor auf 200 Grad Ober- und Unterhitze. Da werden die dann gebacken, circa 12-13 Minuten. Die zimmerwarme Butter werde ich jetzt mit dem Mixer so lange schlagen, bis sie so eine weißliche Farbe bekommen hat. So sieht's aus. Jetzt mache ich einen halben Becher Milchmädchen rein und rühre das nochmal ordentlich um. So sieht's aus. Jetzt lasse ich sie ein bisschen im Kühlschrank stehen. Die ist mir ein bisschen zu flüssig. Die Butter war zu weich bei dem Wetter. 10 Minuten. So, schaut mal, hier sind die, so braun sollten die werden. Dann habe ich hier die obere Schicht. Hier merkt man, das geht nicht so ab, aber hier, das oben, geht ganz leicht ab. Wir brauchen nämlich Krümel. So, dann mache ich da einfach die oberste Schicht ab, fertig. Und das wird dann so zerbröselt. Wenn das dann nicht reicht, kann man ganze nehmen und die auch zerbröseln. Jetzt geht's los. Ich nehme mir so eine Ecke. Sieht man das? Ja. Und gehe mit dem Löffel, schaut man, die ist ein bisschen fester geworden, die Masse. Und verteile das an dem ganzen Blätterteigeck. So. Und nun tauche ich das Ganze in die Krümel hier und auch von allen Seiten. So sieht's aus. Richtig, richtig lecker.